Tannenprinzessin. Vor langer Zeit lebten einmal ein König und eine Königin, die wünschten sich sehr eine kleine Prinzessin. Und als eine Zeit vergangen war, da bekamen sie wirklich eine Tochter. Diese wuchs heran, wurde schön und fröhlich, und ihre Eltern waren sehr glücklich mit ihr. Aber als sie 7 Jahre alt geworden war, starb die Königin. Da trug der König Trauer und mit ihm sein ganzes Reich. Am traurigsten aber war die kleine Prinzessin, denn sie hatte ihre Mutter unendlich lieb gehabt. Die Jahre gingen dahin, die Trauerzeit war längst vorüber. Über dem Grab der Königin wuchsen herrliche Rosen. Und der König lachte wieder. Aber das Königskind, es hat das Lachen verlernt. Still und traurig geht es durch das alte Schloss, mag nichts essen und nicht mehr spielen und wird ganz blass und schmal. Dabei ist es so schön, das Ebenbild seiner Mutter. Die Leute wissen gar nicht, was größer an ihr ist, ihre Schönheit oder ihre Traurigkeit. Ach, ich würde meine einzige Tochter so gerne wieder froh sehen. Alle berühmten Ärzte aus seinem Reich hat er schon geholt, dass sie ihr helfen sollen. Eine hohe Belohnung hat er ausgesetzt für den, der sie gesund macht. Aber keinem will es gelingen. Im Gegenteil, es wird eher schlimmer mit ihr. Die Prinzessin ist gewiss verzaubert, dass sie nicht mehr lachen kann. Oder es ist ihr ihre Seele mit der Mutter weggestorben. Da ließ der König die Ärzte gehen und wurde selbst ganz trübsinnig. Es wurde eine traurige Zeit. Indes drang der Ruf der schönen, traurigen Prinzessin weit über die Grenzen ihres Landes hinaus. Es kommen so viele Prinzen, die neugierig sind, sie zu sehen, Herr König. Gar manchen erfasst eine heftige Liebe zu dem schönen Traum. Aber sie sieht keinen an und spricht mit niemandem. Man weiß ja nicht einmal, ob sie die Prinzen überhaupt bemerkt. Das geht nun schon eine ganze Zeit lang so. Die Prinzessin ist krank. Wahrscheinlich wird sie nie heiraten. Ich will ein Bündnis schließen mit dem Nachbarkönig. Das wird unsere gegenseitige Freundschaft stärken. Er ist mächtig und er hat 3 Söhne. Einer ist schon auf dem Weg hierher. Der fremde Königssohn kam also. Ach, was soll mir das helfen? Besuch. Und als er die Prinzessin zum ersten Mal sah... Oh, diese Schönheit. Dies sanfte, stille Wesen. Ich bin so ergriffen. Ich glaube, das ist Liebe. Und seltsam... Die Prinzessin, die sich sonst nie um die Gäste ihres Vaters kümmerte, fasste eine starke Zuneigung zu ihm. Sie wäre gerne freundlich zu ihm gewesen, hätte ihm gerne etwas Gutes erwiesen, wenn sie nur gekonnt hätte. Aber sie scheute sich, ihn auch nur anzusehen. Sie beachtet mich überhaupt nicht. Was soll ich dann hier? Ich gehe besser hinaus. Dann muss ich sie nicht immerzu ansehen und leiden. Ach, nun meidet er mich auch. Alle meiden mich, weil ich nicht lachen kann. Alle, die fröhlich kommen, gehen traurig fort. Und ich bin schuld. Und sie sehnte sich danach, von ihrer Fessel befreit zu sein und die Freude zu finden. Aber sie wurde nur immer schwermütiger und zog sich noch mehr zurück. Tagelang blieb sie in ihrem Zimmer oder sie ging in einen entlegenen Teil des Waldes, wo sie allein sein konnte. Einmal begegnete sie dort dem Prinzen, doch rasch gingen sie aneinander vorbei und der Prinz mied von da an jenen Teil des Waldes. Die Prinzessin ist krank. Wahrscheinlich wird sie nie heiraten. Aber das Reich braucht einen Erben. Das Reich braucht einen Ihr Erben. Ihr müsst euch also noch einmal eine Frau nehmen. Ja, noch eine Frau, Herr König. Noch eine Frau, Herr König. Was? Eine neue Frau? Niemals. Sprecht nie wieder davon. Ich verbiete es. Ich habe meine Frau viel zu lieb gehabt. Aber wenn ich darüber nachdenke, sehe ich das alles voll großer Sorge. Ihr habt recht. Ich werde mir doch eine Frau suchen müssen. Er verließ deshalb sein Schloss
und machte eine weite Reise zu einem reichen Fürsten. Seine älteste Tochter gedenke ich heimzuführen. Die neuen Eindrücke an dem fremden Fürstenhof stimmten ihn ganz glücklich und froh. Er gewann seine junge, schöne Braut von Herzen lieb, und als er mit ihr zu seinem Schloss kam, wurde der Hochzeitstag bestimmt. Alles wurde mit großer Pracht ausgerüstet. Alle Räume des Schlosses wurden neu hergerichtet und ausgestattet. Prächtig wurde der große Festsaal. Aus der toten Burg wurde ein Schloss für Lebende gebaut. Und über all dem emsigen Treiben vergaß man fast die Prinzessin. Dann kam der Hochzeitstag. Überall war Jubel und Freude. Im Schloss glänzte und strahlte und funkelte es von unzähligen Lichtern. Im Saal war eine Fülle von Kerzen und Blumen. Nun sollte der Festtanz beginnen und das Brautpaar sollte ihn eröffnen. Alle Gäste standen und sahen zu, wie die Braut mit dem König tanzte. Sie trug ein Kleid von schwerem Goldbrokat. Ihre dunkelblonden Locken fielen ihr lang den Rücken herab. Sie sah dem König glücklich ins Gesicht und lächelte. Die Augen der Gäste hingen voll Entzücken an ihr und alle sahen, wie schön sie war. Hinter einem Pfeiler stand die Prinzessin und sah zu. Sie war heute unsäglich traurig. Ach, diese Fröhlichkeit tut mir weh. Wie gern hätte ich die schöne Stiefmutter lieb. Aber ich muss immerzu an die tote Mutter denken. Wenn ich doch auch tanzen könnte, so tanzen könnte, dann könnte ich frei sein von meiner Traurigkeit. Als nun die Musik einsetzte und der Tanz begann, schnitt ihr jeder Ton ins Herz. Sie sah unter den Gästen den Prinzen stehen, der lächelnd dem Tanze zusah. Darf ich um den nächsten Tanz bitten, schönste Prinzessin? Ich kann nicht. Der Prinz ging enttäuscht davon. Er stellte sich abseits und sah nur noch zu. Was tue ich unter den Menschen? Ich verderbe ihnen jede Freude. Sie haben mich nicht nötig in ihrer Fröhlichkeit. Ich will fortgehen aus meiner Heimat. Ich nehme ihnen damit nur eine Sorge ab. Zur Freude bin ich niemand, wohl aber zum Leide. Und so ging sie leise aus dem Schloss fort und niemand bemerkte sie. Sie ging in den Wald hinein, immer weiter und tiefer, und kam in eine Gegend, wo sie noch nie gewesen war. Vor ihr lag eine dunkelgrüne Waldwiese. Es floss ein Bächlein hindurch, das aus dem Walde kam. Die Wolken hingen tief am Himmel, aus allen Waldsenken stiegen graue Schwaden auf. Die Wipfel der höchsten Bäume hüllten sich in weißlich-graue Schleier. Von allen Blättern tropfte es und die Fichten und Tannen trugen grausilberne Perlen an ihren Nadeln. Einmal sah die Prinzessin auf. Was ist das? Da sah sie ein kleines Männlein knien und aus dem Bächlein trinken. Und sie hörte, wie das Männlein leise aufschrie. Etwas war ihm vom Kopf ins Wasser gefallen. Und sie sah, wie es sich vergeblich mühte, das Verlorene herauszufischen. Hey, warte, kleines Männlein. Ich helfe dir. Die hüpfenden Wellen trugen ein kleines goldenes Krönlein fort. Sie bückte sich und holte es heraus. So, hier. Danke, mein Kind. Du hast mir sehr geholfen. In diesem Krönlein steckt meine Macht. Ich bin der Zwergenkönig. Und wenn ich meine Krone verliere, verliere ich meine Stärke. Sag mir, wie ich dir danken kann für deine Hilfe. Ach, lieber Zwergenkönig, ich bin arm und verlassen und ohne Heimat. Hier im Wald möchte ich bleiben. Weißt du keinen Platz für mich? Hier, dieser Ring mit dem roten Stein, der wie ein Stern geformt ist. Du sollst ihn haben. Nimm ihn. Die Waldfee hat ihn mir einmal geschenkt. Steck ihn an den Finger und dreh an dem Stein, dann kannst du dich verwandeln in was immer du magst. Es muss nur hier im Wald sein. Ich danke dir, Zwergenkönig.
Ich will mich in eine kleine, dunkle Tanne verwandeln, wie sie dort im Walde stehen. Hier wird mich keiner suchen und keiner finden. Und ich quäle niemanden mehr mit meiner Traurigkeit. Und sie drehte an dem Stein und wünschte sich, eine Tanne zu sein. Sogleich stand sie auf der Wiese als eine kleine Tanne, die breitete die grünen Äste aus. »Nimm deinen Ring zurück und hab Dank dafür. Ich brauche ihn nicht mehr.« Und der goldene Ring glitt aus den Zweigen herab zur Erde und rollte dem Zwerg vor die Füße. Der steckte ihn wieder zu sich und verschwand im Wald. »Leb wohl!« »Nun bin ich ganz allein, mitten auf der Waldwiese. Seltsam ist mir zumut, beklommen. So sonderbare Empfindungen. Der Wind bläst mich an. Ich werde ganz matt und schwindelig. Ich falle. Dies Schwanken. Ich werde ganz schläfrig. Müde. Am nächsten Tag und an den vielen, die darauf folgten, war sie noch ganz benommen. Ihre Schwermut verließ sie nicht. Sie neigte ihren Wipfel und ließ traurig die Zweige hängen. Aber ganz allmählich, als der Herbst mehr und mehr ins Land kam, fiel ihre Traurigkeit ab, ein Stück um das andere. Die reine, würzige Luft des Waldes tat ihr wohl. Die große Stille wirkte beruhigend auf sie. Sie spürte die starke Kraft, die sie aus der braunen Erde mit ihren Wurzeln aufsog. Sie streckte sich so gerade sie konnte, wuchs und wurde ein gesundes, starkes Bäumchen. Die Prinzessin ist fort. Im Schloss hatte man, als das Fest vorüber war, die Prinzessin vermisst und man war in großer Bestürzung. Vielleicht kommt sie ja noch. Man muss nach ihr suchen. Natürlich, man muss sie suchen. Aber man findet sie nicht. Macht euch keine Hoffnung, Prinz. Sicher ist sie zu ihrer Mutter gegangen. Nun ist ihr wohl. Ja, so ist es wohl, Prinz. Nein, ich kann und mag nicht glauben, dass sie tot ist. Aber ich sage nichts. Ich will nur durch die Wälder streifen. Vielleicht finde ich sie dort. Einmal kam er auch auf die Waldwiese. Es war ein schöner, warmer Herbsttag und er legte sich unter die kleine Tanne und schlummerte ein. Da bebte die Tanne bis ins Mark und ihre Zweige zitterten. Sie neigte sich über den Schlafenden und sah ihn an. Ach, Prinzessin, euer wundervoll weiches Haar. Als er erwachte, war er ganz getrost und beglückt und wusste, dass er seine Prinzessin wiederfinden würde. Nun war es vollends Herbst geworden. Die Tannenprinzessin sah, wie der Wald mit jedem Tag schöner und bunter wurde, sah die Sonne in die Farbenpracht hineinleuchten, sie hörte Regen rauschen. Sie sah, wie der Wind schwere Wolken über den Himmel jagte, sah silbern den Mond aufgehen und die stillen Sterne aufsteigen. Sie spürte Morgennebel und Tau und breitete der Morgensonne ihre Zweige hin. Die Tage wurden schon kühl und die Nächte empfindlich kalt. Die Tanne fühlte die Kälte freilich nicht, aber die Tiere des Waldes spürten sie. Einmal ging ein Reh über die Wiese, am Abend in der Dämmerung. Es wollte wohl aus dem Bächlein trinken. Schon stiegen feuchte Nebel aus der Wiese und das Rehlein fror. »Rehlein, komm doch unter meine Zweige. Da ist es trocken und warm. Bereite dir dein Nachtlager bei mir. Ich will dich schon vor den Jägern schützen.« Und das Reh kam, bereitete sich ein Lager und kam von nun an immer am Abend zur Tanne. Bald darauf hoppelte ein Hase durch das Gras. Er machte so putzige Männlein und so drollige Sätze, dass die Tanne sich daran freute. »Häschen, komm doch auch unter meine Zweige. Da ist es trocken und warm.
Mach dir dein Lager für die Nacht. Ich will dich schon vor dem Jäger schützen. Der Hase legte seine langen Ohren zurück, überlegte ein bisschen und kam in langen Sprüngen zur Tanne. Er bettete sich neben das Reh und schlief von da an immer unter der Tanne. Ein frierendes Schwanzmeisenpaar kam angeflogen und setzte sich auf die Tannenzweige. Sie unterhielten sich miteinander und da hörte die Tanne, dass der Baum, auf dem ihr Nest war, gefällt sei und nun mussten sie sich ein neues Nest bauen. So bleib doch bei mir. Die Vögel waren es zufrieden und bauten ihr Nest. Nun war die Tanne erst recht glücklich, wenn sich in der Nacht das Reh und das Häslein und die beiden Vögel an sie schmiegten und sie alle mit ihren Zweigen beschützen durfte. Die Bäume hatten schon die meisten Blätter verloren und die, die noch an den Zweigen hingen, leuchteten in allen Farben. Rostbraun, tiefrot, ockergelb, olivgrün, kupfer- und goldbraun. Es kam eine bitterkalte Nacht. Sie brachte erst Nebel und machte dann Raureif daraus. Die Tiere kauerten sich dichter aneinander, um sich gegenseitig zu wärmen. Der Mond hing voll und silbern am Himmel und warf seine Strahlen über die Welt. Die kleine Tanne stand unbeweglich und schaute nur immer in den verzauberten Wald. War das eine Pracht! Der Himmel war tief dunkel. Die Sterne funkelten groß und klar herunter. Sachte kam die Dämmerung, es wurde immer heller. Strahlend golden stieg die Sonne auf. Tastend glitten ihre Strahlen über die dunklen Stämme, tauchten tief hinein in das Gewirr der Zweige. Wie war der Wald so schön? Hatte der Mond ihn geisterhaft und traumschön gemacht, so war er nun blitzend und funkelnd und farbenprächtig mit glitzernden Tautropfen. Ein wahres Märchenreich. Oh, wie ist das nur so schön. Das Herz zerspringt mir vor Glück. So eine große, übermächtige Freude ist in mir. Ich weiß gar nicht, wie ich darüber Herr werden soll. Oh, wenn ich doch jetzt ein Mensch sein könnte. Jetzt müsste ich doch tanzen können. Da fuhr gerade die Waldfee vorbei in ihrem grün-goldenen Wagen. Sie griff in die Polster ihres Wagens und holte einen silbernen Reif heraus, der aus Sternenschein und Mondsilber von Elfenhänden geschmiedet war. Den streifte sie sachte dem Tännlein um die höchsten Zweige und sagte dazu, indem sie freundlich lächelte: Werde, was du warst. Die Prinzessin! Sie. Die Prinzessin! Die ist wieder die Prinzessin. Da! Da ist sie wieder! Sie ist wieder da! Und der König freute sich unsagbar, als die Prinzessin so gesund und froh zurückkehrte, und das ganze Reich freute sich mit. Als der Winter kam mit Eis und Schnee und Sturmnächten, da war wieder eine Hochzeit auf dem Schloss. So schön und prächtig, dass die Leute noch lange davon erzählten. Sie erzählten sich die Geschichte von der traurigen Königstochter, die im Wald das Tanzen gelernt hatte. Du, meine Prinzessin. Der junge Prinz und seine schöne junge Gemahlin lebten glücklich und hatten sich lieb. Und lachen und tanzen, das konnten sie. Das Bärenohr. Es war einmal vor langer Zeit, da irrte eine Frau durch den Wald, als ihr ein Bär begegnete. Der Bär fragte: Woher kommst du, Frau? Und die Frau antwortete: Woher ich komme, das weiß ich selber nicht. Ich weiß nur, dass ich seit 3 Tagen nichts gegessen habe und hungrig bin. Darauf riet ihr der Bär: Geh weiter auf diesem Pfad, bis du eine Waldhütte erreichst. In der Waldhütte lebt eine Alte. Sag ihr, ich habe dich geschickt. Sie soll dir etwas zu essen geben. Die Frau ging den Pfad entlang und richtig, mitten im Wald stand eine kleine Hütte.
Die Alte, die in der Hütte lebte, fragte, »Woher kommst du?« »Woher ich komme, weiß ich selber nicht«, antwortete die Frau. »Der Bär hat mich zu dir geschickt. Du sollst mir etwas zu essen geben.« Nachdem die Frau ihren Hunger gestillt hatte, dachte sie bei sich, »Vielleicht könnte ich in dieser Hütte leben. Der Bär wird mich wohl nicht wegschicken.« Und so blieb sie mit der Alten zusammen und wartete auf den Bär. Ein Tag verging und der zweite Tag verging und der dritte. Am vierten Tag kam der Bär und brachte Fleisch und Mehl. Die Frau freute sich und sagte, »Wenn du mich ins Haus nimmst, werde ich für dich Plinsen backen.« »Gut«, erwiderte der Bär. Die Frau begann, Plinsen zu backen. Sie backte und backte, es wurde heiß in der Hütte. Der Bär ging hinaus und wartete vor der Tür darauf, dass die Plinsen fertig würden. Wie er da wartete, lief ein Hase vorbei. Der Bär wollte ihn packen, aber der Hase flehte ihn an, »Tu mir nichts. Was du nur willst, wird in Erfüllung gehen.« So ließ der Bär ihn laufen. Einige Tage später ging der Bär wieder in den Wald. Diesmal kehrte er sehr lange nicht zurück. Der Vorrat in der Hütte ging zur Neige, die Frauen wurden hungrig. Darum sagte die Alte, »Wir wollen ins Dorf gehen, wir stehlen dort ein Kind und werden uns an ihm sättigen.« Gesagt, getan. Bald hatten sie einen kleinen Knaben in den Wald verschleppt. Doch der Junge war so lieb und schön, dass er ihnen zum Essen zu schade war. So ließen sie ihn in der Waldhütte bei sich leben. Endlich kam der Bär zurück und brachte neues Fleisch und Mehl. Da gab es in der Hütte wieder Plinsen und sie schmeckten dem Bär so gut, dass er beschloss, die junge Frau zu heiraten. »Nein, Bär«, erwiderte diese, »wie kann ich deine Frau werden, wenn du nichts hast? Ich möchte nicht mein Leben lang in dieser armseligen Hütte hungern und warten, bis du kommst und Fleisch und Mehl bringst.« »Gut«, sagte der Bär, ging in den Wald und suchte den Hasen. »Was willst du?« fragte der Hase. »Ich möchte einen Palast haben und eine große Kuhherde und die Hirten, die auf sie aufpassen.« »Dreh dich nach links«, sprach der Hase. Der Bär drehte sich nach links. »Nun dreh dich nach rechts«, sagte der Hase. Der Bär drehte sich nach rechts. »Jetzt geh nach Hause. Es wird, wie du es dir wünschst.« Als der Bär zurückkam, sah er an der Stelle seiner kleinen Hütte einen prachtvollen Palast. Die Waldlichtung war in eine schöne Wiese verwandelt, auf der eine große Kuhherde unter der Aufsicht von drei Hirten weidete. Der Bär ging zur Frau und warb wieder um sie. »Nein, Bär«, antwortete ihm die Frau, »wie kann ich dich heiraten, wenn du ein Bär bist? Alle werden über uns lachen.« »Gut«, brummte der Bär und ging wieder in den Wald. Als er den Hasen fand, fragte dieser, »Was willst du?« »Ich möchte ein Mensch werden«, erklärte der Bär. »Dreh dich nach links«, sagte der Hase. Der Bär drehte sich nach links. »Und jetzt nach rechts«, sagte der Hase. Der Bär drehte sich nach rechts. Und siehe, er wurde zu einem Menschen. Froh lief er zur Frau, doch sie wies ihn wieder zurück. »Wie kann ich dich heiraten, Bär, wenn ich dich nicht liebe?« Dem Bären blieb nichts anderes übrig, als wieder den Hasen zu suchen. »Dreh dich nach links«, sagte der Hase. Der Bär drehte sich nach links. »Und jetzt nach rechts«, sagte der Hase. Der Bär drehte sich nach rechts. »Geh zurück«, sagte der Hase. »Es wird, wie du es dir wünschst.« Der Bär ging zurück. Und wirklich, sie liebte ihn. Kaum trat er über die Schwelle, da warf sie sich ihm um den Hals, küsste ihn und rief, »Ach, Bärlein, du wolltest mich doch heiraten, wo warst du denn so lange?« So haben sie ein Jahr im Glück verbracht. Dann wurde die Frau traurig. »Ach, Bärlein«, sagte sie, »du hast die Gestalt eines Menschen, aber du bist kein Mensch. Ob wir jemals ein Kind haben werden? Sprich doch mit dem guten Hasen, ob er uns noch einmal hilft.« Der Bär ging in den Wald, fand den Hasen und erzählte ihm seinen Kummer. »Dreh dich nach links«, sagte der Hase. Der Bär drehte sich nach links. »Und jetzt nach rechts?« Der Bär drehte sich nach rechts. »So, Bär«, fuhr der Hase fort, »geh nun nach Hause und nimm den kleinen Jungen zum Sohn, den deine Frau im Dorf gestohlen hat.« Der Bär kehrte zurück und sah seine Frau mit dem Jungen spielen.
Der Junge aber hatte ein Ohr wie ein Mensch und ein Ohr wie ein Bär. So haben sie ihn auch genannt, Bärenohr. Von da an wuchs der Junge nicht von Tag zu Tag, sondern von Stunde zu Stunde. Er wurde groß und sehr stark. Balgte er sich mit anderen Kindern, so schnappte er einem die Mütze vom Kopf, lief zum nächsten Holzhaus, hob es an der Ecke hoch und steckte die Mütze darunter, so dass nur eine Ohrklappe draußen blieb. Und dann zogen und zupften die Kinder so lange daran, bis die Ohrklappe abriss, die Mütze aber stecken blieb. Da gab es immer wieder Ärger in den Familien, bis die Eltern der Kinder einmal zum Bär kamen und sich beklagten. »Dein Sohn hat ein Bärenohr und friert im Winter nicht. Wir aber müssen seinetwegen viel Geld für Mützen ausgeben.« Bärenohr aber hatte gelauscht und alles mit angehört. Er dachte bei sich, »Der Vater wird böse auf mich sein. Lieber mache ich mich auf und davon.« Wie lange er unterwegs war, weiß keiner zu sagen. Da sah er auf der Straße einen Mann stehen. Der Mann war dürr und lang und hatte eine lange Hacke in den Händen. »Wozu brauchst du sie?« fragte Bärenohr. »Ich bin Faulenzer«, antwortete der Mann. »Ich wandere gern, nur kann ich es nicht leiden, bergauf zu gehen. Steht mir ein Berg im Wege, so hacke ich ihn am Gipfel an und reiße ihn herunter, bis die Stelle ganz eben wird.« »Schön«, sagte das Bärenohr. »Ich wandere nämlich auch. Wollen wir zusammen gehen?« Und so gingen sie zusammen weiter, viele Tage lang. Da begegneten sie einem Mann, der war dick und klein. Auf seinem Rücken aber schleppte er ein Haus mit sich. »Warum trägst du denn dein Haus auf dem Rücken mit dir herum?« wollte Bärenohr wissen. »Ich bin eine Schlafmütze«, antwortete der Mann. »Ich schlafe gerne und kann es nicht leiden, bei Wind und Wetter auf dem Waldboden zu liegen. Immer wenn ich plötzlich müde werde, stelle ich mein Haus auf den Boden und lege mich ins eigene Bett.« »Schön«, sagte Bärenohr. »Ein trockenes Schlafplätzchen ist uns auch viel lieber. Wollen wir zusammen wandern? So ist es zum Vorteil für uns alle.« Und so gingen sie zusammen weiter, viele Tage lang. Wohin sie gingen, wussten sie selber nicht, doch darüber machten sie sich keine Gedanken. Dank dem Faulenzer war ihr Weg immer gerade und leicht. Gefiel ihnen ein Platz, blieben sie da für eine Weile im Haus von Schlafmütze. Bärenohr, der immer Honig zu finden wusste, sorgte dafür, dass sie nicht hungrig blieben. Einmal gingen sie durch den Wald, da setzte sich plötzlich auf einen Baumstumpf vor ihnen ein Vogel mit rotem Brustgefieder. Er begann so schön zu singen, dass die Freunde sich nicht von der Stelle rühren konnten. Dann flog der Vogel singend auf eine Linde, dann auf eine Birke, dann auf die nächste. Die Freunde folgten ihm wie verzaubert und besannen sich erst, als der Vogel verstummte und in dem Loch einer alten Eiche verschwand. »Das ist wohl kein normaler Vogel«, dachte Bärenohr. Und richtig. Aus dem Baumloch schaute ein Mädchengesicht auf ihn hinab. »Bärenohr«, sagte das Mädchen, »ich bin eine Zarentochter. Der böse Bergkönig wollte mich heiraten, aber ich war mir zu schade. In einer Nacht flog er in der Gestalt eines Drachens in mein Zimmer, packte mich mit seinen Krallen und brachte mich hierher. Seitdem lebe ich in diesem Eichenloch. Nur wenn ich darinnen bin, kehrt die Menschengestalt zu mir zurück und ich kann sprechen. Verlasse ich das Baumloch, werde ich zu einem Vogel, da der Bergkönig meine Kleider nahm und mir anstatt dessen die Feder gab. Doch wenn ich ein Vogel bin, kann ich nur wie ein Vogel singen. Deswegen habe ich euch hierher gelockt, um dich, Bärenohr, um Hilfe zu bitten. Bringe mir meine Kleider aus dem Palast des Bergkönigs zurück, und der böse Zauber wird gebannt. Wenn du mich erlöst, nehme ich dich zu meinem Mann.« »Schön«, sagte der Bär und machte sich mit seinem Gefährten auf den Weg. Ein Jahr verging. Da merkten sie, dass der Faulenzer immer mehr zu tun hatte und die Berge, die er herunterriss, immer höher wurden. »Jetzt ist es wohl nicht mehr weit bis zum Palast des Bergkönigs«, sagte der Faulenzer. »Bevor wir weitergehen, sollte ich mich gut ausruhen.« »Nichts lieber als das«, rief die Schlafmütze. »Schön«, sagte das Bärenohr. Schlafmütze stellte sein Haus auf den Boden,
Bärenuhr fand in den Felsen ein Nest der Bergbienen, und nachdem sie sich gesättigt hatten, ruhten sie sich gut aus, ein ganzes Jahr lang. Dann erwachte der Faulenzer, sprang auf und sagte, »So, jetzt bin ich gut dran.« Er hackte einen Berg nach dem anderen an und riss sie so schnell herunter, dass Bärenuhr und Schlafmütze ihm kaum folgen konnten. »Was ist das für ein Lärm?« dachte der Bergkönig, als er den Krach hörte, den die fallenden Felsen machten. Er schaute aus dem Fenster und sah, dass jemand eine Schneise durch die Berge brach, die direkt zu seinem Palast führte. Der Bergkönig erzürnte sich, verwandelte sich in einen Drachen und stürzte auf die drei hernieder. Er spie Feuer auf die Hacke, und die erglühte so, dass Faulenzer sie fallen ließ. Dann wollte der Drachen Bärenuhr verbrennen, doch der sprang ihm auf den Rücken und hielt sich fest an seinem Hals. Lange flog der Drachen hin und her und versuchte, Bärenuhr abzuschütteln. Als das nicht gelang, wollte er sich auf dem Boden wälzen und Bärenuhr zerdrücken. Doch kaum ließ er sich auf dem Boden nieder, griff Schlafmütze sein Haus und stellte es dem Drachen auf den Schwanz. Wie sehr auch der Bergkönig sich hin und her wand, er konnte sich nicht befreien. »Jetzt bin ich müde«, brummte Schlafmütze und legte sich wieder ins Bett. Bärenuhr aber lief in den Königspalast, fand die Kleider der Zarentochter und kam bald zurück. »Versprich uns, dass du uns friedlich gehen lässt«, verlangte Bärenuhr vom Bergkönig. »Es wird, wie du es dir wünschst«, erwiderte dieser. Da hob Bärenuhr die Ecke des Hauses und befreite ihn. »Schön«, sagte Bärenuhr daraufhin. »Jetzt müssen wir uns erst recht gut ausruhen.« Und wieder verging ein Jahr. Dann wanderten Bärenuhr und seine Gefährten zurück. Der Bergkönig richtete hinter ihnen die Berge höher denn je wieder auf und ließ sich seitdem nicht mehr von einem Menschen sehen. Bärenuhr aber brachte die Kleider der Zarentochter und heiratete sie. Nach einer lustigen Hochzeit machten sich der Faulenzer und die Schlafmütze erneut auf den Weg. Und wenn sie nicht gestorben sind, so wandern sie auch heute noch. Schneeflöckchen. Es waren einmal ein alter Mann und seine Frau, die keine Kinder hatten. Eines Tages im Winter sagte die Frau, »Geh in den Garten und bring Schnee herein.« So ging der Mann hinaus, sammelte den Schnee in einem großen Topf und brachte diesen herein. Die Frau formte daraus einen großen Schneeball und schob ihn in den Ofen. Darauf legten sich die beiden alten Leute ins Bett. Als sie am nächsten Morgen aufstanden, hörten sie eine Stimme aus dem Ofen, die rief: »Oma, Oma, mach mir Pfannkuchen!« Die Frau lief zum Ofen, öffnete ihn, und heraus kam ein kleines, schönes Mädchen. Die Frau machte für das Mädchen einen Pfannkuchen und gab ihn der Kleinen zu essen, die daran große Freude hatte. Das Mädchen blieb schließlich bei den beiden alten Leuten und bekam von ihnen den Namen Schneeflöckchen. Es wurde Frühling, es wurde Sommer und Mädchen kamen zum Haus, die Beeren im Wald sammeln wollten. Schneeflöckchen ging mit ihnen. Doch sie verliefen sich im Wald. Sie liefen und liefen, bis sie an eine kleine Hütte kam, die auf zwei Hühnerbeinen stand und sich auf ihnen drehte. »Hüttchen, Hüttchen, stehe still, wie ich es jetzt gerne will. Dreh den Rücken zu dem Wald und die Türe zu mir bald.« Das Hüttchen blieb stehen, als es mit dem Eingang zu den Mädchen zeigte, und sie gingen hinein. Dort jedoch saß die alte Hexe Baba Yaga, die ihre knorrigen Beine zur Decke gestreckt hatte und sagte: »Ich habe einen Geist gespürt. Jetzt ist er da.« Die Kinder sprachen: »Großmütterchen, gib uns etwas zu essen.« Baba Yaga kratzte von ihren Armen Weizenkleie ab, gab sie in einen Topf und den Kindern zu essen. Die Mädchen aßen, nahmen immer einen Löffel in den Mund und gaben einen in ihren Ärmel, nahmen den nächsten in den Mund und den übernächsten wieder in ihren Ärmel. Nur Schneeflöckchen aß die ganze Kleie. Nach dem Essen kam Baba Yaga wieder zu ihnen und sprach: »Ihr habt noch Brei, gebt ihn mir zurück.« Da schüttelten die Mädchen die Kleie aus ihren Ärmeln.
Schneeflöckchen aber konnte ihr nichts geben. Baba Yaga ließ daraufhin die Mädchen frei. Schneeflöckchen jedoch zwang sie, bei ihr zu bleiben. Sie musste Baba Yagas Sohn hüten, während diese im Wald in der Nähe Beeren sammelte. Schneeflöckchen schaukelte den kleinen Jungen in der Wiege und sang: Schlafe, schlaf ein, mein klein Kindlein. Die Hexe hörte den Gesang, lief zur Hütte und sprach: Du sollst das nicht so singen. Singe, schlafe, schlaf ein, mein Grafensöhnelein. Das kannst du singen. Dann ging sie wieder und sammelte weiter Beeren. Schneeflöckchen aber war sehr traurig und weinte vor der Tür der Hütte. Ein Hahn kam vorbei und fragte sie: Was weinst du so, du schönes Mädchen? Was soll ich nicht weinen? Baba Yaga will mich nicht nach Hause lassen. Steig auf mich hinauf und ich werde dich nach Hause bringen. Schneeflöckchen setzte sich auf den Hahn und gemeinsam flogen sie davon. Doch Baba Yaga merkte es sofort, stieg in ihren fliegenden Bottich und flog ihnen nach. Mit ihrem Besen jedoch verwischte sie ihre Spuren. Sie holte Schneeflöckchen ein und holte es wieder zu sich zurück. Darauf ging sie wieder neben der Hütte zum Beerenpflücken, während Schneeflöckchen weiter ihren Sohn hüten musste. Sie schaukelte ihn in seiner Wiege und sang: Schlafe, schlaf ein, mein klein Kindlein. Die Hexe hörte wieder den Gesang, lief zur Hütte und sprach: Du sollst nicht so singen. Sing, schlaf, schlaf ein, mein Grafensöhnelein. Das kannst du singen. Dann ging sie wieder und sammelte weiter Beeren. Todtraurig ging Schneeflöckchen wieder vor die Tür der Hütte und fing wieder an zu weinen. Ein Ochse kam vorbei und fragte sie: Was weinst du so, du schönes Mädchen? Soll ich nicht weinen? Baba Yaga will mich nicht nach Hause lassen. Steig auf mich hinauf und ich werde dich nach Hause bringen. Der Ochse lief so schnell er konnte in den Wald hinein. Doch Baba Yaga bemerkte wieder ihre Flucht und flog den beiden hinterher. Wieder holte sie sie mit ihrem schnellen Zauberbottich ein und versuchte, Schneeflöckchen vom Rücken des Ochsen zu ziehen. Doch da wechselte der Ochse die Richtung, sodass er ihr sein Hinterteil zuwandte und bedeckte sie mit seinem Kot, sodass sie so sehr stank, dass sie sofort zum Fluss eilte, um sich zu waschen. Der Ochse aber lief weiter, bis er beim Haus von Schneeflöckchens Großvater und Großmutter angekommen war. Die Großeltern schlossen sie in die Arme und weinten vor Freude, da sie sich um sie bereits große Sorgen gemacht hatten. Schneeflöckchen aber wollte gleich einen Pfannkuchen essen. Und der brave Ochse bekam so viel Heu, wie er nur fressen konnte, bevor er zu seiner Herde zurückkehrte. Schneeflöckchen und seine Großeltern jedoch lebten glücklich, zufrieden und in Wohlstand. Borodale ist ein schönes Tal in Cumberland. Aber im Winter kommt dort kaum ein Sonnenstrahl hin. Manchmal ist der Schnee so tief, dass niemand in das Tal hinein und niemand mehr heraus kann. Für Wochen sitzen die Bewohner dann fest. Die Flüsse und Wasserfälle frieren zu und ein bitterkalter Wind heult durch das Tal. Wenn dann der Frühling kommt, freuen sich die Menschen dieser Gegend mehr als anderswo. Die Flüsse tauen auf, der Weißdorn beginnt zu blühen. Narzissen und Glockenblumen stehen auf den Wiesen und in den Wäldern. Und den ganzen Tag ruft der Kuckuck über die Felder hin. Ein jeder dort ist vergnügt im Frühling und wünscht sich, dass diese Jahreszeit möglichst lange dauern möchte. In einem Frühjahr also sagten sich die Leute von Borodale: Warum soll der Frühling vorbeigehen? Der Kuckuck ist der Frühlingsvogel. Wenn wir es fertig bringen, dass er hier bei uns im Tal bleibt, vielleicht haben wir dann auch immer Frühling. Aber wie wollt ihr den Kuckuck denn hier behalten? Von einer so törichten Frage ließen sich die Leute von Borodale nicht lange irritieren. Nun,
Wir bauen einfach eine hohe Mauer quer vor den Eingang des Tales. Dann kann der Kuckuck nicht wegfliegen. Gesagt, getan. Die Mauer am Taleingang wurde in Angriff genommen. Die Männer luden Steine auf Wagen und die Frauen kamen mit Schubkarren. Selbst die Kinder brachten jedes einen Stein herbei. Die Männer errichteten die Mauer ohne Mörtel, wie es im Norden von England üblich ist, indem sie einfach die Steine so aufeinander legten, dass sie ganz fest saßen. Selbst der stärkste Wind hätte die Mauer nicht umblasen können. Die Männer arbeiteten, die Frauen brachten ihnen das Essen. Die Kinder spielten und die Schafe sahen zu. Es dauerte lange, ehe die Mauer fertig war. Das Wetter im Mai war gut. Die Sonne schien, der Wind wehte und alle Leute waren braun gebrannt und sahen gesund aus, weil sie so viel an der frischen Luft waren. Und Tag für Tag wuchs die Mauer höher. Und Tag für Tag ließ der Vogel seinen Ruf erschallen. Kuckuck, Kuckuck. Ruf du nur immer weiter Kuckuck, sagten die Leute. Du hast ja jetzt alle Zeit der Welt, jetzt, wo du immer bei uns bleiben wirst. Denn wenn die Mauer fertig ist, kannst du nicht mehr fortfliegen. Endlich war es soweit. Die Mauer war fertig. Der Kuckuck war gefangen. Alle waren so müde, dass sie sich nur noch auf der Stelle hinfallen ließen, an der sie gerade standen, und einschliefen. Am nächsten Morgen erwachten die guten Leute und fühlten sich prächtig. Jetzt würde ja immer Frühling sein. Ja, aber wo in aller Welt war der Kuckuck? Da, seht mal, euer Kuckuck. Der Kuckuck flog außerhalb der Mauer herum und ließ spöttisch seinen Ruf erschallen und flog nach Süden davon. Wir hätten die Mauer besser um einen Stein höher gebaut. Dann wäre er uns nicht entkommen, so viel ist sicher, sagten die Leute. Und dann gingen sie erst einmal frühstücken.